Willkommen zurück zur heutigen zweiten Folge und auch zur zweiten Folge der ADA-Analyse. Ja, wie ihr seht, habe ich das leider nicht direkt aufgenommen nach der ersten, wie ich eigentlich vorhatte, denn ja, jetzt ist es gerade dunkel geworden, deswegen habe ich jetzt Licht angemacht, sonst würdet ihr jetzt kaum was sehen. Vorher hatten wir das Thema Iterendi. Das ist jetzt, wie gesagt, die zweite Folge. Danach kommt dann nochmal Let's Play L.A. Noire und Was wäre wenn in Mittelerde. Ja, die vorige Folge, ich weiß natürlich jetzt noch nicht, wie sie angekommen ist, aber sie war knapp eine Viertelstunde lang, von der Länge her okay. Wie gesagt, es ging um die Fußfessel Iterendi. Bei der jetzigen Folge geht es um Ifil. Und ja, bevor wir anfangen, möchte ich gleich etwas sagen. Das habe ich vorher schon leicht angedeutet. In der Videobeschreibung werden bei dieser Folge hier zwei Links sein. Und das sind die Links zu den englischen Quellen zu diesem Thema. Warum stelle ich die Links rein und tue die jetzt hier nicht sagen? Ganz einfach. Das sind da viele Informationen. Und wie schon gesagt, habe ich heute ein bisschen Zeitdruck. Wie gesagt, ich muss jetzt die Folge machen, da muss ich noch zwei andere Folgen machen und dann alles hochladen. Und ja, deswegen hoffe ich, es ist für euch okay. Es sind halt die englischen Wikis zu dem Thema, aber da sind einige mehr Informationen drin und teilweise sehr, sehr schöne Bilder dazu, die ich jetzt hier noch nicht habe. Denn bei den Deutschen waren die Bilder jetzt nicht so episch, aber auch nur ein einzelnes. Und das wollte ich halt schon mal voran gesagt haben. Ja, es geht wie gesagt um Ifil. Und wer sich jetzt wundert, was das sein soll, naja, der Mond. Original bei Tolkien, Moon. Und ja, ich habe es unter diesen Namen genommen, unter I genommen. Denn ja, Ifil ist der Sindarin-Begriff für den Mond. Und es bedeutet genau, also nach Namensgenauigkeit bedeutet es der Schein. Es gibt dann noch das Wort Isil, das ist der Quenya-Begriff, ebenfalls für der Schein. Und für den Mond gab es noch ein paar andere Bezeichnungen. Die Noldor hatten zum Beispiel die Bezeichnung Rana, das bedeutet der Wanderer oder auch Bummler. Ansonsten gibt es noch den Begriff weiße Fratze, das sagt Gollum zum Mond. Und den Begriff Silberblume. Wobei ich sagen muss, ich weiß nicht genau bei Silberblume, woher dieser Begriff kommt. Von den Namen auch abgeläutet sind übrigens das Gebiet Ifilien und natürlich auch die Stadt Minas Ifil, das spätere Minas Tirith. Ja, was kann man zum Mond sagen? Er ist das ältere der beiden Himmelslichter, zum ersten Mal ist er aufgegangen im Jahr 1500. Erstes Zeitalter im Jahr der Bäume. Davor gab es ja die beiden Bäume. Das eine war Laurelin und das andere war Telperion, wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege. Aber Morgoth hat ja die Simmeri gestohlen und hat sich ja mit Ungoliant verbündet. Und Ungoliant hat ja diese beiden Bäume so gesehen getötet. Also Morgoth hat ja seinen Speer durch die Bäume gerammt und Ungoliant hat quasi ihre Energie aufgesogen und danach waren sie tot. Sie haben davor quasi die Beleuchtung geschaffen. Allerdings gab es bei beiden Bäumen eine einzelne letzte Blüte und der Mond ist die letzte Blüte vom Silberbaum Telperion. Die Sonne ist die letzte Blüte von Laurelin vom, das war glaube ich ein goldener Baum, wenn ich mich nicht ganz falsch sitze. Also wurden diese beiden Himmelslichter geschaffen nach der Vergiftung und dem Sterben der beiden Bäume. Das Licht des Mondes kam, wie gesagt, zuerst. Der Sinn war, dass es den Elben Mut und Kraft spenden sollte in ihrem Kampf gegen Morgoth. Und das wurde so geschaffen, dass Aule ein Gefäß angefertigt hat. Eine Schale, soweit ich weiß. Und das wurde eben das Licht des Mondes, diese letzte Blüte, gesetzt. Und dann gab es einen Magier, der hieß Tilion. Ein, ich glaube, Magier aus der Gefolgschaft von Orome. Und er wurde dazu auserwählt, dieses Gefäß zu begleiten durch die Luftschicht des sogenannten Ilmen. Denn in Ada gibt es verschiedene Luftschichten und Ilmen ist eine davon. Also wurde letztendlich eben Ifil
von Vardar in die Kreise des Himmels erhoben. Oftmals wird der Mond von den Elben als Schiff dargestellt und in dem sitzt eben dann der Maia drin, also der Tilion. Und in der letzten Version, die man da auch im Silmarillion hat, denn da gab es auch verschiedene Visionen, das sieht man mehr bei den englischen Wikis, wird eben dieses Mondschiff eben von Tilion gelenkt. Es war ein Jäger eben aus der Gefolge von Rome. Und ja, wie gesagt, es ist das ältere der beiden Lichter. Die Sonne kam erst später. Insgesamt ist der Mond 7-mal aufgegangen, bevor die Sonne aufstieg. Und das erste Mal erschienen ist er gerade, als Fingolfin mit seiner Schar aus Elben Mittelerde betrat, also nach dem Marsch über die Helcaraxe. Wie gesagt, er hatte nach 7 Läufen vollendet, bis die Sonne aufging. Und ursprünglich war geplant, dass Sonne und Mond zuerst von West nach Ost über den Himmel zogen und danach wieder zurückkamen, beziehungsweise über die Welt flogen und danach zurückkamen, wird es, glaube ich, genannt. Aber Vardar, also die Sternenkönigin, hat diesen Plan geändert. Denn ja, es gab dann quasi keine Nacht. Es gab dann quasi kein Dunkel, ständig war entweder Mond oder Sonne am Himmel. Und soweit ich weiß, ich habe es jetzt leider nicht mehr genau im Kopf, aber ich glaube, die Elben hat das eingeschränkt. Sie hatten dann Schmerzen teilweise, vom ständigen Licht, Kopfschmerzen und konnten sich nicht konzentrieren und waren nervös, weil sie keine Ruhe gefunden haben. Und deswegen hat Vardar diesen Plan geändert und hat eine Zeit erschaffen, eben die Nacht erschaffen, wo es dann weniger Licht gab. Deshalb kreisten die Lichter dann von Ost nach West über Ader und danach wieder zurück. Interessant dazu ist noch, dass Tilion, also der Maia, der für den Mond zuständig ist, sich hingezogen gefühlt hat zu Arien. Arien ist im Grunde sein Gegenstück. Arien ist eine weibliche Maia, die die Sonne gelenkt hat. Er hat sich zu ihr hingezogen gefühlt und deswegen hat er sich nicht an diesen Plan gehalten, zumindest nicht immer. Er hat sich immer wieder versucht, ihr zu nähern, so dass man auch teilweise beide Lichter über der Erde gesehen hat und manchmal kam er ihr so nah, dass er sie überdeckte und es dunkel wurde, also quasi eine Sonnenfinsternis, wie es ja auch in echt gibt. Außerdem wurden die Läufe des Mondes nach diesen 7 Läufen, also nach dem Ursprung, bevor die Sonne aufstieg, immer unregelmäßiger, da Tilion, wie gesagt, sich der Sonne versucht hat zu nähern, aber von ihrer Hitze verbrannt wurde und geschwärzt wurde. Deswegen, so erklärt Tolkien halt auch, dass es nachts dunkel ist und der Mond halt nur einen kleinen Teil des Sternenhimmels ausmacht. Ansonsten ist vielleicht noch ganz interessant, dass der Mond angegriffen, also Ephil angegriffen wurde von Melkors Dienern noch vor dem Aufgang der Sonne. Tilion allerdings geschafft hat, diesen Angriff abzuwehren und zurückzuschlagen. Wie auch immer Morgoth den angegriffen hat, ich weiß es leider nicht genau, aber ja, er hat versucht, da den Mond quasi zu zerstören. Und ja, ansonsten ist noch ganz interessant, dass, wie gesagt, der Mond gilt für das Erwachen der Elben, weil, wie gesagt, das erste Mal aufgestiegen ist, als eben die Elben unter Fingolfin nach Mittelerde kamen. Und später beim Aufgang der Sonne die Menschen erwacht sind, also die Zweitgeborenen, weshalb Sonne auch als ein Zeichen ist für das Vergehen der Elben, während der Mond ihr Andenken bewahrt hat. Und deswegen sind sowohl Sonne als auch Mond in großen Ehren bei Elben und Menschen. Übrigens auch bei Zwergen und Hobbits, das findet ihr alles im englischen Wiki. Im englischen Wiki zum Beispiel gibt es auch eine frühere Version, dass der Mond aus Kristallen, also aus ganz vielen Kristallen besteht und so. Aber wie gesagt, leider, da mir jetzt die Zeit fehlte, hatte ich jetzt leider nicht die Zeit, alles rauszuschreiben. Denn das war's auch schon wieder. Oh, ist sogar kürzer geworden als die letzte Folge. Hätte ich gar nicht erwartet. Sorry dafür, wie gesagt, im englischen Wiki steht noch wesentlich mehr drin zu Ephil, zum Mond. Ich fand es ein sehr schönes Thema, deswegen habe ich es hier reingenommen. Aber ich hatte halt vorher einfach nicht die Zeit gehabt, mir das dann alles noch niederzuschreiben und dann euch in der richtigen Reihenfolge zu erzählen und so weiter. Deswegen, wie gesagt, die englischen Wikis stelle ich in die Videobeschreibung. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Trotz der Kürze ist jetzt doch einiges kürzer als die vorige Folge. Hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Morgen kommt dann, wie gesagt, die dritte der noch fehlenden Ader-Analysen, also die normalerweise für diese Woche wäre.
Das ist übrigens auch die letzte für die Buchstaben I. Also wenn ihr Wünsche habt, könnt ihr sie mir gerne kundtun. Ansonsten bin ich natürlich auch froh über Kommentare jeder anderen Art. Und genau, ich würde mich natürlich auch freuen, wenn wir uns dann später nochmal sehen bei Let's Play Alenoir und beim Was wäre wenn in Mittelerde. Ansonsten halt dann morgen wieder. Und wie gesagt, nach morgen ist dann die nächste Art-Analyse wieder ganz normal am Montag. Bis zum nächsten Mal oder bis dann zu späteren Folgen. Gehabt euch wohl, Freunde.